Hey ho, gleich um 17 Uhr, da gibt's hier weiter folgende Themen. Steigen lässt, das und mehr. Ist schon Weihnachten? Denn Fucking heißt nicht richtig. Paar, Punkt, Punkt, Punkt. Bis so, gleich. Bis gleich. So, und ob Sie es glauben oder nicht, es wird noch skurriler mit der wohl mysteriösten Geschichte des Jahres. Erst taucht mitten in der Wüste Amerikas von jetzt auf gleich ein metallischer Monolith auf und dann verschwindet er wieder. Ja, um dann wiederum plötzlich tausende Kilometer entfernt in Rumänien wieder aufzutauchen. Wir fragen uns jetzt natürlich, was hat es auf sich mit diesem Wandermonolith und sind auf Spurensuche gegangen. Heute vor 27 Jahren starb der Drogenbaron aus Kolumbien, Pablo Escobar, und das auf der Flucht vor der Polizei. Und noch immer wird er von vielen als Volksheld feiert. Ja, und das, obwohl er und sein Kartell tausende Menschen auf dem Gewissen haben. In seiner Heimat, da boomt der Tourismus und genau dort gibt es auch eine Nilpferdplage immer noch, die auch er auf dem Gewissen hat, muss man sagen. Jupp. Ja, zurück zu uns ins Hier und Jetzt. Kosmetikstudios sind ja Corona-bedingt leider weiterhin geschlossen, muss man sagen. Und deswegen kursieren im Netz noch mehr Beauty-Geräte als sonst, die angeblich das Kosmetikstudio zu uns nach Hause holen sollen. Und deswegen stellen wir uns natürlich die Frage, kann man sich Wimpernlifting und reine Haut auch ganz einfach und günstig zu Hause selbst machen? Das haben wir getestet. Ja, drücken wir einfach die Daumen ganz fest, dass die Profis ganz bald wieder arbeiten dürfen. So, ihr kann anscheinend Corona gar nichts anhaben. Es gibt gerade Mega-Wirbel um Cheyenne Ochsenknecht. Nicht nur ist sie überraschend schwanger, außerdem zieht sie gerade noch um und hat ein Buch gegen Mobbing rausgebracht. Aida Daus. Ja, ob damit auch schon ihre angestrebte Modelkarriere wieder vorbei ist und wie es sich denn lebt als junge werdende Mutter in Graz, das hat sie uns verraten. Na, herzlichen Glückwunsch. Und auch sie, er ist jetzt happy, welcher Hollywood-Star nicht nur seinen Namen, sondern auch sein Geschlecht geändert hat. Hier ist der TAF-Klatsch. Oh Mann, sie will es einfach nicht verstehen, ob diese Generation hier es besser drauf hat. Bei uns müssen Sie keinen klauenden Fuchs losschicken oder so. Bei uns können Sie einfach gewinnen, wenn Sie eine Chance haben wollen auf 250.000. Ja, alle Infos finden Sie auch nochmal unter gewinnarena.de. Und übrigens, unter allen Teilnehmern wird zudem noch ein VW California Ocean Beach und ein VW Polo verlost. Und weil bald Weihnachten ist, Mensch, wir sind ja verrückt drauf hier bei Pro7. Ne? Da gibt es auch nochmal täglich zwei iPhone 12 obendrauf. Der absolute Hammer. Ganz viel Glück und bis gleich. Da sind wir wieder zurück bei TAF live aus München mit interessanten Fakten. Nur einer von 10 Jugendlichen geht wirklich shoppen. Alle anderen kaufen im Netz und das war auch schon vor Corona so. Außerdem haben die Jugendlichen gerade mehr Geld zur Verfügung als jemals zuvor und geben das dann auch aus. Aber wie passt das eigentlich zusammen mit der umweltbewussten Fridays for Future Bewegung? Ja, wir wollten wissen, wie tickt Deutschlands Jugend wirklich? Und wie wäre es jetzt, wenn Geld reinkommt, statt dass immer nur Geld rausgeht? Das mag doch jede Generation, oder? Also mitmachen bei unserem Weihnachtsgewinnspiel. 250.000 persönlichen Glücksfund, wenn Sie das Kennwort Star nennen. Oder Sie schicken eine SMS mit Star an 3x4, 3x1. Und alle Infos gibt es unter gewinnarena.de. Und unter allen Teilnehmern verlosen wir außerdem noch einen VW California Beach und einen VW Polo. Und weil bald Weihnachten ist, gibt es auch noch obendrauf täglich zwei iPhone 12. Genauso steht es hier. Ganz viel Glück und bis gleich. Da sind wir wieder zurück bei TAF live aus München und das mit Jaroslav und seinem Fuchs. Ja, Sie haben richtig gehört, Fuchs Woody. Und die beiden sind tatsächlich unzertrennlich. Und Woody liebt sogar Streicheleinheiten und geht an der Leine. Oh, und dahinter steckt auch noch eine echt berührende Geschichte, ja. Denn Woody sollte eigentlich als Pelzmandel enden. Also, wer soll Ihr Schmusefuchs sein für heute Abend? Machen Sie es sich gemütlich zu Hause. Und wir sehen uns morgen wieder, 17 Uhr, mit Schmusefuchs Christian. Und mit Schmuse, was ist eigentlich Kätzchen. Die weibliche Fuchs? Was ist ich der bin ein Kätzchen. Fuchs? Du bist ein Kätzchen, mit Schmusekätzchen, ja. Anne. Tschüss. Doch da.